Hallo, Servus. Herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dinkelsbühl bei mir auf dem Kanal. Ja, heute ein spezielles Video. Eigentlich nochmal ein kleines Video in eigener Sache, aber nicht so langweilig. Ich quassel nicht nur, ich habe euch da ein bisschen was zu zeigen. Ich möchte aber nochmals, weil da gibt es eine kleine Änderung, erinnern an das Fahrsicherheitstraining von der DEKRA am Lausitzring vom 10.11. bis zum 12.06. Markus, Fan for Van ist dabei, Camper Tobi ist dabei, ich bin dabei mit meinem Auto. Und was da aber sich verändert hat, ist, anfänglich konnten leider keine Hunde mitgenommen werden. Das hat sich aber verändert. Ihr könnt eure Hunde mitnehmen, man darf Tiere mitnehmen, das ist kein Problem. Und somit steht auch dem nichts mehr im Wege. Und ich glaube, da ist der letzte Grund gar gefallen, warum man da nicht mitmachen könnte oder sollte. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es richtig gut, so ein Fahrsicherheitstraining. Gerade mit dem Wohnmobil habe ich ja schon in den vorhergehenden Videos mal erwähnt. Ich kann es immer nur jedem empfehlen, weil es einfach echt eine geile Sache ist. Also Fahrsicherheitstraining ist immer wichtig, damit man einfach in bestimmten Gefahrensituationen so ein bisschen was greifen kann und da eingreifen kann, sich sicher fühlt, damit da nichts passiert. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich möchte nochmals erinnern an unser Camper-Treffen. Am 26., 27., 28. und 29. Veranstalten wir hier in Dinkelsbühl ein riesengroßes Camper-Treffen. Mittlerweile haben wir 130, 135 Fahrzeuge, die kommen. Und natürlich ganz, ganz viel Action ist geboten. Und eins davon habt ihr teilweise schon per E-Mail bekommen, nämlich wir gehen in die Luft. Also ihr habt die Möglichkeit, hier bei uns ganz in der Nähe, da werden wir auch noch einen Shuttle-Dienst zu organisieren, Rundflüge über Dinkelsbühl, über die Altstadt und auch über unseren wunderschönen neuen Campingplatz zu machen, der hier vor Ort ist. Und das ist mega. Das Ganze findet in Sinnbronn statt. Das ist von hier keine 5 Minuten mit PKW. Da werdet ihr am Flughafen hingefahren. Ich persönlich habe mich davon überzeugt, wie das denn so ist, um euch auch die Eindrücke so ein bisschen näher zu bringen. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und ihr könnt es nicht glauben, ich habe mich wirklich in so einen Flieger gesetzt. Und das Ganze betrifft Ultraleitflugzeuge plus eine Cessna ist auch da. Und das macht echt riesig Spaß. Und ich werde euch jetzt einfach so ein paar Impressionen zeigen, wie das ausschaut und möchte euch da mitnehmen. Und lasst euch überraschen. Und vor allen Dingen, wenn ihr zum Camper-Treffen geht oder kommt, lasst euch das nicht entgehen. Also das ist echt mega. Also, wir gehen mal gucken. Ja, so, nun sind wir am Flugplatz Sinnbronn. Und das da ist ein wunderschönes Ultraleitflugzeug. Mein Pilot macht jetzt gerade nochmal die, restliche Checkrunde und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Da habe ich eine kleine Kante gesehen, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Aber nee, Quatsch, Spaß. Er checkt jetzt gerade alles nochmal durch, ob halt, ja, Sichtprüfung, alles in Ordnung ist, wie es Piloten so machen. Und das Flugzeug ist echt schön, also finde ich richtig klasse. Das ist ein geiles, sportliches Ultraleitflugzeug und ja, ich werde mich jetzt da gleich reinbegeben, wenn der Check vollendet ist. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen heute mal von der Frau Mika, ein kurzes Video. Und wie ihr sehen könnt, hier ist heute der Herr Mika in einem Flugzeug. Und warum und wieso und weshalb, dass wir hier heute in Sinnbronn am Flugplatz sind, das wird euch der Michael in seinem
kommenden Video dann gleich erklären. Ja, genau. Also wie gesagt, nehmt mir kleine Fehlerchen wieder mal nicht übel. Ich tue das ja nicht so oft, aber heute wurde ich mehr oder weniger dazu benötigt. Jetzt gehen wir noch mal hin. Schaut ganz professionell aus. Da, schaut's. Sagt mal Hallo! So, dann wünschen wir den Jungs mal einen guten Flug. Und dann schauen wir mal, kriegt er seine erste Flugstunde? Hobbyflugstunde. Und dann geht das Ganze auch schon los, falls ihr mich nicht mehr hören könnt. Ihr seht aber einiges. Wunderschöner Himmel im Hintergrund. Was für ein Panoramablick. Hier passt ja alles. Heute und hier. Wetter ist echt toll. Es wird auch echt Zeit, dass jetzt mal der Frühling kommt, dass es endlich wärmer wird. So. Also wie ihr seht, sind wir hier nicht die Einzigen. Hier gibt es noch Schüler. Zu unseren Jungs. Was für ein Himmel! Ja, Wahnsinn! So. So, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Und dass sie wieder heil zurückkommen, die zwei. So, ich wollte euch natürlich auch den Blick von innen nach außen nicht verwehren. Also meine Frau hat euch ja schon gesagt, wo wir sind und was wir tun. Und ja, so schaut das Cockpit von innen aus. Sehr viel Schalter, wilde Instrumente. Also ich weiß nicht wirklich, was man damit alles macht, aber ich hoffe, der junge Mann neben mir, der hat das alles drauf und der weiß, was man da alles machen muss. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, weil er macht das schon öfter. Also das ist jetzt langjähriger Pilot. Er fliegt schon Ultraleitflugzeuge seit über 10 Jahren. Und macht einen sehr professionellen Eindruck und ja, da fangen wir auch schon das Rollen an. War ein bisschen holprig am Anfang, weil es natürlich durch die Wiese geht, ganz klar. Aber es ist einfach echt ultra spannend, also muss man ganz klar sagen. Ich war echt geflasht und ich bin jetzt schon gespannt, wie der Start als solches ist. Und da freue ich mich jetzt dann schon drauf, das auch wirklich zu spüren, was da richtig abgeht. Also wir rollen jetzt am Start von unserer Stadtbahn, also auf dem Startpunkt. Da steht jetzt noch ein Flugzeug, der hat Vorrang, weil der Binde findet sich gerade in Stadt. Übrigens ist das eine Flugschule, der übt es, beziehungsweise hat gerade Flugstunde
Und drum hat er auch dementsprechend natürlich Vorfahrt. Also Vorfahrt, Quatsch, keine Ahnung. Also er macht es jedenfalls und fliegt halt als erstes. Wer da wirklich Vorfahrt hat, weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig aus in der Fluggeschichte. Ja, jetzt sind wir gleich dran. Der Flugschüler ist durch und wir rollen jetzt aufs Stadtfeld. Ja, und dann, ja, dann lassen wir es mal geschehen. Also, ich wünsche mir, dass wir heil wieder runterkommen, weil ein bisschen Bammel habe ich ja schon, aber nur ein kleines bisschen. Das ist jetzt genau auch der Rundflug, den ich euch zeigen möchte. Es ist eine kleine Impression. Hier fliegen wir nämlich in einem kleinen Rundflug über die Altstadt Dinkelsbühl und schauen uns das ein bisschen näher an. Und ja, das ist jetzt der Anflug auf die Altstadt. Hier oben rechts sieht man es schon. Jetzt ziehen wir eine leichte Kurve. Und ich muss sagen, also die Einblicke, die sind schon faszinierend, also sind schon richtig schön. Die Sonne am Horizont, das kommt jetzt bei euch nicht ganz so rüber. Ich habe jetzt da ein bisschen rangezoomt. Bitte verzeiht mir, dass es ein bisschen gewackelt hat, das Ganze. War nicht ganz so einfach und hat aber mega Spaß gemacht. Also hier sehen wir jetzt die Altstadt von Dinkelsbühl, mal im Schnelldurchlauf. Also ist schon eine tolle Geschichte. Um die Altstadt rum sind wir dann dementsprechend auf der anderen Seite wieder in der leichten Kurve zurückgeflogen und jetzt seht ihr dann auch gleich hier mittig vor euch nach rechts abweichend den See und da hängt unser Campingplatz dran in Dinkelsbühl und da kann man sich jetzt gleich mal vorstellen, was für ein schöner Campingplatz das ist. Also ich kann es euch nur empfehlen, den euch mal auch näher anzuschauen. Der hat einen neuen Besitzer bekommen und die Jungs machen das richtig klasse. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und der Campingplatz ist auch wirklich sehr idyllisch. Also das Ganze ist eine tolle Geschichte, nennt sich Seecamp und Seecamp Dinkelsbühl. Schaut euch das an, der macht richtig Spaß.
bin's ich wieder. Und ich habe natürlich die Landung verpasst, weil ich hier mit dem Fluglehrer mich verquatscht hatte. Und siehe da, sie sind schon wieder gelandet. Jetzt hat er zu mir aber gesagt, er schickt die Jungs nochmal hoch. Jetzt schauen wir mal, ob sie nochmal hochfliegen. Vielleicht habe ich durch mein Quatschen den Michael nochmal einen Start gegönnt. Und eine Landung. Ja, doch, sie tun's. Also wie gesagt, schuld bin ich. Er muss nochmal auf die Startbahn und dann müssen sie nochmal landen. So ist das halt, wenn die Frauen quatschen. So, und wie ihr seht, ist hier echt was los. Also hier ist wirklich Flugschule. Hier wird auch permanent durchgestartet. Und in dem Gespräch mit dem Fluglehrer habe ich auch erfahren, mit der Cessna können dann 3 Leute mitfliegen. Genau. So, also, Michael. Und immer noch ein wunderschöner Himmel. Also Michael, jetzt geht's nochmal los. Michael muss nochmal auf die Startbahn. Und jetzt geht's nochmal nach oben. So, und natürlich warten wir jetzt das Ganze ab. Gucken uns doch mal die kleine Runde an. Und dann passe ich jetzt wirklich auf, quatsch nicht mehr und kann dann die Landung hier filmen. Ja, nachdem meine Frau ja wohl Wunder gequasselt hat und die erste Landung zum Glück verpasst hat, kam ich in den Genuss, nochmal einen Start und eine Landung, wie wir hier sehen, war das jetzt die zweite Landung, mitmachen zu dürfen. Ich liebe ja die Starts, also das ist schon geil. Und die Landung hat aber auch was für sich. Und ja, ihr seht, das ist alles vollkommen harmlos und ungefährlich und macht riesen mega Spaß. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn er Bock hat, schreibt uns kurz, meldet euch dafür an. Ist natürlich unverbindlich, klar, bloß damit die halt einen kleinen Eindruck kriegen. Und dann heben wir auch schon ab. So geil, also Leute, ich muss sagen, der Rundflug ist einfach der Wahnsinn und das Flugzeug ist auch richtig geil, also das macht richtig Spaß mit einem Top-Piloten, also hier in Sinnbronn, die sind richtig cool drauf, die Jungs, und also es ist mega. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was mit oder ich kann euch die Eindrücke so ein bisschen geben, also das ist echt der Hammer und ich freue mich auf dem Camper-Treffen, euch das mit Sache jetzt einmal anbieten zu können. Das wird richtig cool. Also hier sind wir auf dem Fluggelände. Da haben wir richtig Spaß und da können wir das vorbuchen und ich glaube, das wird richtig cool. Da haben wir richtig was an Land gezogen und da kommt dann wahrscheinlich auch noch eine kleine Überraschung dazu. Jetzt bin ich gerade da. Da sehen wir gerade, wie wieder eine reinkommt. Voila! Also echt cool. Ja, der Hammer, oder? Ist das geil oder ist das geil? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mega imponiert. Wir hatten natürlich mega Wetter, also das ist natürlich immer Grundvoraussetzung für sowas. Aber es war einfach der Hammer. Also ich muss sagen, so ein Rundflug, ich habe mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt in der Ultralight-Flugzeugversion. Aber das war mega ruhig, also das Ding ist bretterhart gelegen, also ich will nicht fahren, fast wie in einer Boeing, aber es war echt cool, also es waren wenig Turbulenzen, war wunderbar, hat richtig Spaß gemacht, ich hatte kein bisschen flauen Bauch oder irgendwas, gar nicht, es war sicher, es war safe, ich hatte einen tollen Piloten, also die können da echt was und es macht echt riesig Spaß, also muss ich wirklich sagen und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr hier bei uns seid, genießt es, nehmt dieses in Anspruch. Wer weiß, wie oft das man dazukommt.
Die Preise sind echt top, da kann man nicht meckern. Die E-Mail ist raus an euch, da ist alles beschrieben. Uns vielleicht ein kleines Feedback geben, wenn Interesse da ist, damit die grob einschätzen können, wie sie takten müssen von den Landungen her, wie viele Piloten da sie brauchen und so weiter und so fort. Das wäre für uns natürlich mega hilfreich. Und dann, wenn es klappt, das ist aber auch noch nicht hundertprozentig sicher, können wir sogar anbieten, dass an Ort und Stelle auch gleich noch Fallschirmfliegen möglich ist, also im Tandemsprung. Da kommt es aber darauf an, ob sie bis dorthin, ich glaube, ihr Flugzeug wieder haben, weil da war irgendwie eine größere Wartungsarbeit zu tun und das wissen sie jetzt noch nicht ganz genau. Und natürlich auch, wenn das Wetter passt. Aber ich war echt überwältigt. Ich bin immer noch ganz plaff. Da drin zu sitzen, war echt ein geiles Erlebnis. Ich würde mich freuen, wenn es auch euch gefallen hat. Mal ein bisschen ein anderes Video, nicht Technik, aber das nächste Video wird auch wieder sehr technikreich, weil da hinten haben wir einen Knaus stehen, der kriegt richtig viel. Und das Endergebnis von unserer Concorde will ich euch natürlich überhaupt gar nicht vorenthalten. Und dann noch viele andere Dinge, die immer wieder dazu spielen. Und da nehmen wir euch natürlich alle uneingeschränkt mit und da freuen wir uns drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, ein kleines Like. Freue ich mich natürlich wie über ein Abo und einen Kommentar von euch, was ihr davon haltet mit der Fliegerei, ob es auch für euch was wäre, ob es dementsprechend cool wäre. Wenn ihr dann da seid, kurze Mail an uns, kurze Info, dann recherchiert, dann organisieren wir das. Und ich sage ganz lieben Dank, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage ganz lieben Dank, bis bald, ciao, ciao.